Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Mad Games Tycoon und zu dem wohl erfolgreichsten Spiel, was es auf den Markt geschafft hat, The Lazy Dead 3. Wir haben einen Trend gesetzt. Wir haben mittlerweile 18,3 Millionen Dollar dadurch eingenommen und sind noch lange nicht am Ende, denn es kommen noch Updates, ja. Und wir haben auch noch 74 Hype. Das ist nicht zu vergessen. Wir haben einen Trend und vollen Hype. Und es verkauft sich wie warme Semmel. Es ist großartig. Es ist großartig und wir werden hier forschen, was das Zeug hält. Ich habe gerade die Forschung nochmal um 4 Sitzplätze erweitert. Das bedeutet, wir können relativ zügig unsere Sachen wegforschen. Sollten wir vielleicht nochmal den Hype erhöhen? Bringt uns das was? Wir sind gerade mal in der 16. Woche. Wenn man sich daran erinnert, ja, das andere Spiel war wie viele Wochen auf dem Markt? 36, 38 Wochen, irgendwie sowas. Das heißt, wir sind gerade mal bei der Hälfte. Wenn wir jetzt schon 22 Mille haben, ne? Dann juckt uns diese 500.000 durch die B-Engine auch nicht wirklich. Ach, es ist herrlich. Es ist wirklich herrlich. Wir haben endlich Kohle und können damit arbeiten. Ja, wir werden uns in dieser Folge ein neues Bürogebäude zulegen. Welches das sein wird, weiß ich noch nicht so ganz. Mal sehen. So, das ist übrigens das letzte Update. Wir können nämlich maximal 5 machen. So, den Hype erhöhen wir gleich nochmal um, glaube ich, 10 Punkte. Auf 80 dann wohl höchstwahrscheinlich. So. Spielmechanik. Alles forschen, was geht. Und eine Messe. Da können wir uns nochmal ein paar Fans abgreifen. Jo, 28.833 Besucher und 5.766 Fans. Fans sind immer gut, die kaufen gut die Spiele, wobei wir jetzt schon 4,4 Millionen verkauft haben, ja. Das ist eine ganze Menge. Und irgendwie läuft die Bier-Engine verdammt gut. Welche Engine ist denn das überhaupt? DevKits erwerben, Engines, Kopierschutz. Ach, hier kann ich das ganze Zeug erwerben, ne? Kopierschutz erwerben. Gibt keinen neuen. So, letzter Update ist gleich raus. Das heißt, wir könnten. Wir machen mal neue Engines derweil, ja. Die kosten zwar auch schon relativ viel Kohle, aber wir brauchen die. Zum Beispiel für Ego-Shooter. So. Hype ist auf 85. Man sieht gleich, sobald der Hype steigt, geht die Kurve wieder nach oben. Aber auch nur für kurze Zeit. Also es ist kein Dauerzustand leider, aber halb so wild. So, forscht, Freunde, forscht. Forscht um euer Leben. Wir haben fast 30 Mille auf der Hand, ja. 30 Millionen Dollar. Damit können wir uns ein ganz schickes Gebäude leisten, ohne die Bank anpumpen zu müssen. Hat auch Vorteile. So. Wir haben auch gleich hier alles geforscht, was man so forschen kann. Dann können wir nämlich hier diese Grafiken sind dann alle freigeschaltet. Das heißt, die Spiele werden noch ein Ticken besser. So, alte Engine updaten. Was haben wir denn noch so für Runs Engines hier? Jump and Run Engine. Da hauen wir mal alles voll hier. Und es verkauft sich und verkauft sich und verkauft sich und verkauft sich. Immer noch 116.000, 17.000 verkaufte Einheiten. Wenn man sich das überlegt, das ist Wahnsinn. Immer noch bei 100.000. Entwicklung unterstützen. Ach nee. Ah ja. So, Engine programmieren, neue Engine entwickeln, optimiert für Aufbauspiel. Haben wir, glaube ich, noch keine, oder? Ich hoffe nicht. Ich gucke nach. Aufbauspiel haben wir nicht. Gut,
Dann machen wir für das Aufbauspiel eine Engine. Weil Ziel ist es natürlich, für alle Spiele eine ordentliche Engine zu haben. Damit wir auf jeden Hype, der da so kommt, aufhüpfen können. So, Mod Engine bringt nur 107.000. Das ist nicht so gut. Aber auch nicht schlimm. Wir haben jetzt die 40 Millionen Marke geknackt. 40 Millionen verkaufte Einheiten. Das ist Hammer. Interaktiver Film. Ach ja. So, wir werden gleich umziehen. 42 Mille. Und jetzt geht's nach unten. So, du hast nur den interaktiven Film erfunden. Dir steht nun das Motion Capture Studio zur Verfügung. Dort kannst du Animationen verbessern und Filmaufnahmen erstellen. Sehr gut. Direkt mal forschen. Bevor der Letzte an seinem Arbeitsplatz ist, ist das fertig geforscht. So, dann neue Engine. Optimiert für interaktiver Film. Alles reinballern. Wir knallen jetzt hier eine Engine nach der nächsten durch, damit wir Engines am Start haben. Ich weiß gar nicht, warum ihr alle immer erst rausrennt. Bleibt doch auf euren Plätzen. Machen wir ein bisschen langsamer hier. Stehen alle auf und rennen weg und dann, oh, scheiße Arbeit, ich muss wieder zurück. So, bester Soundtrack, The Lazy Dead 3, beste Grafik, The Thief, Studio des Jahres, Luxter Game, Spiel des Jahres, The Lazy Dead 3, schlechtestes Spiel, 1914. Was ist das für ein Name? Aber 6000 Fans dabei bekommen, ja, das ist schon mal gut, das ist ein kleiner Messestand. Was ist denn hier los? Die Aktenordner stapeln sich auf den Tischen, deine Mitarbeiter, du solltest mehr Schränke bauen. Minus 50% Arbeitsgeschwindigkeit, habt ihr einen Schatten? Was ist euer Problem? Zack, da sind sie wieder zufrieden. So muss das. So, 38 Millionen haben wir auf der Tasche. Dieses Spiel hat uns die Millionen eingebracht. Die Millionen. So viele Millionen, dass wir nicht wissen, was wir mit den ganzen Millionen machen sollen. So, sind schon wieder sauer. Feuerlöscher wollen sie jetzt haben. Die alle wollen Features. Jetzt kriegen wir wieder die Features und wir werden gleich noch ein Rollenspiel rauskloppen, das sei euch. Die Features erforschen und dann gibt's Rollenspiele. Rollenspiele wie verrückt. So, das werde ich ja wohl in 10 Wochen schaffen hier, oder? So. Okay. Konsolenforschung. Chipsatz 1 MHz. Na, wenn wir sonst nichts zu forschen haben, forschen wir das. Und dann würde ich sagen, kloppen wir jetzt gleich noch, bevor wir ein neues Bürogebäude bauen, das Spiel raus. Ja, wir machen noch ein Spiel. Wir upgraden jetzt nochmal die Rollenspiel-Engine und kloppen da nochmal das perfekte, 100.000% perfekte Spiel raus, damit wir mit einem Spiel in das neue Bürogebäude starten, was uns richtig Geld einbringt, ja, was uns richtig ordentlich Asche dabei zaubert. So, einmal updaten bitte. Zack, zack. Keine Müdigkeit vorschützen. So, Chipsätze updaten. So, die machen hier immer schön Spiele verlosen für 15.000 Mäuse. Das passt schon. So. Engine ist geupdatet in 3, 2, 1, fertig. Nachfolge entwickeln. The Lazy Dead 3. Freunde, das Ding wird durch die Decke gehen, das sage ich euch. Das wird der Oberknaller. The Lazy Dead 4, tatsächlich. Man glaubt es kaum, aber die Rollenspiel-Engine. Dann nehmen wir die Lizenz. Nein, nicht es. Oh Mann. Nochmal neu. So, The Lazy Dead 4. Boah, das muss jetzt nochmal 1-2% mehr wie vorher sein. Das wäre schön.
nicht ersetzen. So. Können wir neue Dev-Kits erwerben? Jawohl, hier hätten wir was. Weißt du, wir haben ja eh Kohle, ne? Wir kaufen jetzt einfach mal alles, was hier so drin rumkleucht und fleucht. Vielleicht kommt ja irgendwann nochmal ein Hype von den Dingern. Dann haben wir sie schon mal. So. Jetzt haben wir alle und dann können wir immer schön den ersten anklicken, der zum Beispiel schon mal nicht geht. Warte mal, wir können auch hier Plattform entfernen. Naja, so. Vier Stück haben wir. Wir lassen natürlich alles wie gewohnt, erwerben uns aber noch den neuesten Kopierschutz. Und denn Kopierschutz ist wichtig, sonst wird uns der Scheiß geklaut. So, jetzt haben wir... Hä, warum haben wir... Warte mal, ich habe die Größe nicht geändert, oder? Siehste. Warte mal. Dann nehmen wir lieber mal AA, weil das kostet nur einen Bruchteil. 1,8 Millionen und wenn ich AAA nehme, 5,8 Millionen. Ja, spart uns mal ebenso 4 Mille. Dann lieber nichts zu Weihnachten. Oh, jetzt können wir die ganzen Dinger hier nicht mehr benutzen. Nee. Unser Spiel ist zu gut für den Markt. Wahnsinn. So, jetzt können wir jetzt hier alle Features nehmen, die wir haben. Und jetzt, Freunde, gibt das den übelsten Spiel. Benötigt Video-Zwischensequenzen. Hä? Hab ich doch alles erforscht. Naja, gut. So, ich höre schon, bevor überhaupt ein Grafikpunkt drauf ist, sind die ganzen Bugs schon mal drauf. Starte Marketing. Wir wiederholen so lange TV-Werbung, bis das Ding auf 100% gehypt ist. Wird nicht allzu lange dauern. Aber das Spiel wird durch die Decke gehen, Freunde. Wir kloppen alles rein, was wir haben. So viel Geld und so viel... Ja, was auch immer. Auf jeden Fall viel. Viel. Oh, Videogame Boom. Plus 50% verkaufte Spiele. Ja. Ich krieg Kälbchen. Und unser Lazy Dead 3 ist immer noch auf dem Markt. Das ist nicht zu vergessen. Nach 67 Wochen ist dieses Spiel immer noch auf dem Markt. Ja. Das ist heftig. 6200 Fans nochmal dabei. So, komm jetzt. Ich will Leistung. Ich will am besten noch hier den Video Game Boom mitnehmen. Das wäre nice. Das brauchen wir. Brauchen wir fürs Geschäft. 31 Millionen haben wir noch. Das wird ein schönes Gebäude, was wir uns kaufen können. Ich höre es nur piepen. Piep, 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 piep. Oh, 1,5 Mille tatsächlich durch die Engine. Das ist natürlich ordentlich was. Da kann man nicht meckern. Da kann man nicht meckern, wirklich nicht. Oh, dieser Sound, ne? Ist so nach dem Motto Minus gemacht. Ja, und guckst jetzt 42 Millionen. 42 Millionen. Ja. Wir haben Umsatz von 47 Millionen gemacht und hatten Entwicklungskosten von ungefähr 5,87 Millionen. Wahnsinn. Wobei die Marketingkosten höher waren wie die Entwicklungskosten. Das ist auch... warte mal. Scheiße, ich habe für die Fall... Nein! Ich habe fürs falsche Game gehabt. Oh, ich habe... Ja. Erstmal ein paar Millionen in Sand gesetzt. Meint ihr, wir kriegen da 500 Bucks rein, bevor wir die entfernen? Wahnsinn. Wahnsinn. Mehr Bucks als alles andere. Irre. Irre. Oh, neues Feature.
Machen wir mal, wa? Oh, 78% Hype. Sehr gut. Sehr gut. Dim, 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 dim. Ja, man kann manchmal nicht mehr tun als warten, ne? Es ist leider so. Und wir haben 100%, oder 100, was heißt Prozent? Wir haben 100 Hype geschafft. Mehr geht nicht, das ist maximal. Wir haben den besten Soundtrack. Wir sind nicht dabei, wir haben noch nichts veröffentlicht. Wie so oft. Aber wir haben richtig Grafikpunkte und alles hier drin. Kickt euch das mal an hier. Das ist nice. Und die sind viel zu schnell. Wir müssen noch warten mit der Veröffentlichung, bis die alle hinterhergekommen sind. Spielerentwicklerlegenden. Ja, ja, okay, ne? Können wir mal gucken, ob wir ihn haben. Aber sieht nicht so aus. Ja, vielleicht. Nö. Nö, nö. Ja. Also wir kriegen immer mal so eine halbe bis Million rein durch unsere... Ne? So, veröffentlichen natürlich nicht. Derweil forschen wir hier Chipsätze und was nicht alles sonst noch gibt. Und können eigentlich nur abwarten, bis die ganzen Typis hier hinterherkommen. Die Büros sind auch verhältnismäßig klein. Es wird auch noch einen Moment dauern, bis sie soweit sind. Ich würde sagen, wir machen erstmal Ende mit dieser Folge. Wir werden es auf jeden Fall nicht vorher veröffentlichen, weil das dann nicht mehr damit einzählt. Weil hier sieht man schön, wie die Punkte noch steigen. Ja, ihr seht das hier. Also da kommt noch ordentlich was dabei. Deswegen lohnt es sich da auf jeden Fall zu warten. Und unsere Fans sind böse. Du solltest dein Superteam vergrößern. Weiß echt. Jetzt sind sie wieder zufrieden. Unglaublich. Manchmal. So, haben wir Entwicklerlegenden? Immer noch nicht. Ja, da bewerben sich gar keine. Was labern die? Irre. Niemand dabei, den du brauchen kannst. Alles nur so Lutschis. Ja, gut. Ich würde sagen, das wäre es gewesen für die Folge. Es wird noch einen Moment dauern, aber in der nächsten Folge werden wir das Ding veröffentlichen, werden umziehen und werden ein richtig fettes, fettes Gebäude kaufen. Wahrscheinlich wird es... Also es wird, denke ich mal, schon in Richtung 8 Millionen gehen. Vielleicht auch in 24 Millionen. Müssen wir mal gucken, was uns das Spiel so einbringt. So die ersten 2-3 Wochen, dann können wir entscheiden. Vielleicht holen wir so direkt 50 Mille, warum nicht? Aber es wird. Es wird. Wir werden expandieren ohne Ende. Gut, Freunde, ich würde sagen, das wäre es gewesen. Unsere Mitarbeiter sind wieder sauer, weil sie keine Ventilatoren haben. Ist natürlich auch verdammt heiß hier im Sommer. Deswegen werden sie auf keinen Fall welche kriegen. Arbeitet vernünftig, sonst fliegt ihr raus. Ich sag's euch, ich drohe nicht, ich mach das. Fragt die Flugrobis bei Factorio, die kennen sich aus. Freunde, das wäre es gewesen. Haut rein, tschüss.